Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim FSV Zwickau am Sonntag um 14 Uhr in der GGZ Arena. Herzlich willkommen hier in der Runde und hallo auch Christian Tiffert. Schön, dass du heute Morgen gekommen bist. Ihr habt eine relativ lange Trainingswoche hinter euch gehabt, unter anderem auch eine Einheit auf dem CFC Junior Campus gestern mit dem Fußballcamp. Wie seid ihr durch die Woche gekommen und wie ist der Verletztenstand bei euch in der Truppe? Ja, einen schönen guten Morgen. Nach dem Ergebnis auch vom Wochenende will ich mal sagen, recht schleppend ist schon so, dass die Spieler schon auch beschäftigt. Das ist ja irgendwo auch verständlich. Ich meine, es war eine klare Niederlage. Nichtsdestotrotz muss man auch den Spielverlauf irgendwo auch ein Stück weit berücksichtigen. Sehr, sehr früh in Unterzahl. Deshalb haben wir den Jungs auch nochmal verdeutlicht, dass man solche Sachen eher auch abhaken muss, weil was hat man erwarten können? Mit ein bisschen Glück holt man vielleicht einen Unentschieden, wenn man vielleicht eine Möglichkeit auch hat, aber man ist da am Wochenende auf einen Gegner getroffen, der das auch in Überzahl sauber ausgespielt hat und dann war man chancenlos. Ja, das zum Junior Campus, das machen wir ja immer, auch in den Ferien, das habe ich als Trainer dann einfach auch mal so beschlossen, das dann zu machen. Dort sind gute Bedingungen, das ist eh klar. Und für die Kids ist es, denke ich, eine tolle Sache. Wir können uns präsentieren. Das machen wir sehr, sehr gern. Und ansonsten ist sehr, sehr viel Spannung und auch Anspannung bei uns im Training auch zu erkennen. Die Jungs machen es gut. Das ist das Wichtigste. Voller Fokus auf das sehr, sehr wichtige Spiel für sehr, sehr viele Leute. Nicht nur für uns, auch für den Gegner, aber auch fürs Umfeld. Und ansonsten, was den Verletztenstand angeht, müssen auch am Sonntag wieder sehr, sehr viel improvisieren. Torwartwechsel müssen wir vornehmen. David Wunsch ist verletzt, wird ausfallen für das Spiel. Und ansonsten ergibt sich irgendwo auch von selbst, haben leider durch eine Undiszipliniertheit von Niklas Erberg, müssen wir in der Verteidigung was umbauen. Haben da Spieler auch zurückbekommen, aber auch Spieler, die jetzt nicht bei 100% sind. Das ist auch klar, da müssen wir basteln, wer ist frisch, wer kommt gut durch die Woche, was sehen wir, auch genau hinschauen. Es ist nicht einfach, das gebe ich offen zu, aber nichtsdestotrotz auch für uns lösbar und machbar. Vielen Dank, Christian. Dann ist es Zeit für eure Fragen. Wer beginnt? Thomas Reibetanz. Mikro einfach nach oben schieben. Dann geht's los. David Wunsch ist verletzt. Wer wird dafür im Tor stehen? Ist das schon klar? Ja, für mich schon. Würde ich aber ganz gern den Spielern selbst sagen. Also, sie sollen jetzt nicht in einer Stunde die Veröffentlichung der PK sich anhören und dann erfahren, wer spielt oder nicht. Das sage ich dem Spieler selbst. Also, ich weiß es. Und ansonsten zu denen, die eventuell zurückkehren könnten, auch noch keine genauen Angaben oder kannst du da sagen? Wir haben ja den Kader auch vom Wochenende gesehen, also wir haben ja auch die Einwechslung gesehen, dass Robert Zickert ja auch reingekommen ist ins Spiel, dass Robert Berger ins Spiel reingekommen ist, dass Jan Koch gespielt hat. Nichtsdestotrotz ist es so, die Jungs sind 3 Wochen im Training. Also das ist schon ein bisschen eine spezielle Situation, weil vermutlich unter normalen Umständen muss man den Spielern bei einer langen Verletzungszeit schon auch Zeit geben. Nur wenn man bastelt, sind da nicht viele Möglichkeiten, die noch da sind. Ja, weil Roman Eppendorfer rot gesperrt, Niklas Erbeck rot gesperrt, Abayomi verletzt, Marius Schreiber verletzt, Rebanovic, 2 Wochen im Training. Also es ist nicht so viel möglich, was man bauen und machen kann. Von daher ergibt es sich irgendwo ein Stück weit auch fast von selbst, wer wo auflaufen könnte. Eine Frage für dich, ist das erste Spiel gegen Zwickau, ist das richtig? Haben wir so mal geschaut? Als Spieler oder? Überhaupt. Kann das sein erstmal? Und was hat dieses Derby für dich für eine Bedeutung? Naja, als Co-Trainer war ich ja bei dem Spiel, was wir in Zwickau hatten. Wie viele Jahre ist es her? 3? Da war ich ja auch dabei als Co-Trainer.
Als Chef ja, das erste Spiel. Und ich glaube, als Spieler habe ich auch keine Berührung gegen Zwickau. Ja, das brauchen wir ja nicht drum reden. Also das ergibt sich ja von selbst. Das ist näher, das ist nicht weit voneinander entfernt. Derby, da muss sich ein Spieler darauf freuen. Also es darf in keinen Fall eine Belastung sein. Ja, das sind absolute Top-Spiele. Und da muss man sich eher darauf freuen. Man muss natürlich auch klar im Kopf sein. Das ist natürlich extrem wichtig. Ja, wenn wir nochmal aufs Wochenende zurückkommen, Nerven im Zaum halten. Das ist sehr, sehr wichtig in solchen Spielen. Wir haben viele Zuschauer von uns dabei. Wir haben gesehen, dass das letzte Heimspiel von Zwickau waren 10.000 Leute da. Also ich gehe mal davon aus, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Beide Mannschaften haben ähnliche Voraussetzungen und auch eine ähnliche Kommunikation, wie sie die Saison bestreiten wollen. Von daher klar im Kopf sein. Es geht um viele Zweikämpfe, vermutlich auch um Nicklichkeiten. Nichtsdestotrotz Nerven im Zaum halten, extrem wichtig. Und dann volle Power. Gibt es noch weitere Fragen? Michael Thiele, Morgenpost, Tag 24. Ich hätte noch mal kurz eine Nachfrage zu David Wunsch. Wie schwer ist die Verletzung und wie lange wird er eventuell ausfallen? Naja, alles, was ich jetzt sage, ist immer viel auch vorweggegriffen. Also wir haben ja diese Stürze da auch gesehen von David. Es gab dann auch im Spiel eine kleine Diskussion, inwieweit das ihn noch weiter beeinträchtigen könnte. Während des Spiels haben wir dann auch unseren Ersatztorhüter warm machen lassen. Dann haben wir das Ganze nochmal untersuchen lassen, weil David dann nach dem freien Tag auch gekommen ist und Schmerzen hatte, nicht trainieren konnte. Haben dann halt eine MRT-Untersuchung gemacht und haben dann was festgestellt, auch an der Schulter, hatten dann auch einen Austausch mit einem Spezialisten. Und es ist halt so, dass wir uns jetzt erstmal entschlossen haben, das konservativ zu behandeln. Da sind 2 Wochen Ruhe erstmal angesagt. Und alles Weitere, was ich jetzt sage, klingt dann vielleicht zu dramatisch und vielleicht kommt es auch gar nicht in Frage. Ja, wenn natürlich diese konservative Behandlung von 2 Wochen nicht anschlägt, dann muss man nicht so schöne Maßnahmen ergreifen. Aber wir hoffen natürlich, dass diese 2 Wochen Ruhe ihm da auch erstmal helfen, dass das wieder weggeht. Ja, weil so eine Verletzung ist natürlich klar, dass ein Torhüter sowas braucht und er natürlich keinen guten Bewegungsablauf hätte, wenn er spielen würde. Das ist ja klar, er wäre stark beeinträchtigt. Deshalb müssen wir das jetzt so lösen und haben da auch mit dem Spezialisten und unserem Mannschaftsarzt die gemeinschaftliche Entscheidung getroffen. Alles Weitere zur Auswahlzeit dann, das ist jetzt halt ein bisschen so ins Blaue hinein. Deshalb will ich da jetzt gar nicht großartig was dramatisieren. Dann, du sprachst davon, Nerven im Zaum behalten. Also generell, du spürst im Training eine gewisse Spannung, aber auch Anspannung. Wie gehst du gerade auch auf die jungen Spieler drauf ein, für die vielleicht auch jetzt so eine Situation das erste Mal in ihrer Karriere auftaucht, dass sie eben ruhig bleiben und eben Nerven im Zaum behalten? Naja, ich bin immer gern ein Freund davon, dass man sich Punkt 1 der Bedeutung so eines Spiels klar bewusst ist. Das ist auch logisch. Das passiert aber auch ein Stück weit automatisch, weil ich meine, wir leben hier in dieser Stadt. Ja, die Jungs bewegen sich in dieser Stadt und werden natürlich auch angesprochen. Ich glaube, die Bedeutung des Spiels, die ist jedem klar. Und was kann man dann als Trainer tun? Ich glaube, alles, was man zu arg auch übertreibt in der Kommunikation, ja, das ist, glaube ich, nicht förderlich und führt, glaube ich, eher dazu, dass man überdreht. Ja, wir versuchen das, auch wenn es kein normales Spiel ist, so normal wie möglich zu gestalten. Immer den klaren Fokus auch auf dem Gegner. Was bietet uns der Gegner an? Was macht ihn stark? Das sind Themen, die wir vor jedem Spiel nicht anders machen. Aber ich bin jetzt kein Freund davon, gerade mit den Jungen täglich über solche Derby-Situationen zu sprechen. Weil ich glaube, das führt dann dazu, dass sie vielleicht noch nervöser sind, wie sie eh schon sind. Denn Nervosität gehört, denke ich, für einen jungen Spieler im ersten Derby völlig dazu. Das ist normal. Das kann bei Anpfiff sich legen, das kann sich nach 2-3 Minuten legen, das kann sich noch ein bisschen später legen, aber ich denke, das ist das Normalste der Welt. Wir haben alle angefangen und sind alle durch diese Schule gegangen. Und von daher habe ich da vollstes Vertrauen zu meinen Jungs und ich werde das da auch nicht noch größer machen, als es sowieso schon ist. Das möchte ich nicht.
Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Das sieht nicht so aus. Doch, Michael Thiele nochmal. Jetzt Frage auf Gegnerseite mit Marc-Philipp Zimmermann, ein absoluter Torjäger, 5 Tore jetzt in 6 Spielen. Wird es da eventuell eine Sonderwoche geben oder ja, was ist da geplant, um seine Reise einzuengen? Naja, das ist also wirklich ein Top-Stürmer in der Liga. Brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, wenn man dieses Tor auch vom Wochenende sieht gegen den BRK, wie er sich da in der Luft mit einer Größe, sage ich mal, wo man jetzt nicht unbedingt denkt, ja, das, wo man denkt, das kann man verteidigen, aber er hat natürlich da eine Wahnsinnsdynamik und auch ein Durchsetzungsvermögen, plus natürlich seine ganze Energie, die er der Mannschaft gibt. Also der absolute Führungsspieler auch in diesem Team, braucht man nicht drüber diskutieren. Man muss natürlich, egal wo sich der Ball befindet, ob links oder rechts, ja, immer damit rechnen, dass sich so ein Top-Torjäger auch immer davon schleicht. Ja, deshalb Sonderbewachung halte ich jetzt nicht viel von, aber eher Sensibilisierung aller Abwehrspieler, ja, egal in welchen Situationen. Das ist ein Torjäger, der manchmal auch aus keiner Chance ein Tor macht. Und das ist, denke ich, jedem auch bewusst. Ja, das weiß man schon längere Zeit. Und so ein Spieler, den muss man im Kollektiv verteidigen können, gerade auch in der Box. Ja, das ist extrem wichtig, aber da haben wir so oder so unsere Prinzipien. Von daher müssen wir das nicht anders machen wie sonst auch. Nur klar ist, es ist natürlich eine Top-Quote, die er da einfach anbietet, schon über Jahre hinweg. Und deshalb sind wir da extremst gewarnt. Keine Fragen mehr. Dann noch ein paar Infos von meiner Seite. 1400 Gäste-Tickets waren für den offenen Verkauf verfügbar. Die sind komplett vergriffen. Tickets für euch Chemnitz-Fans gibt es also nur noch über den neutralen Bereich, wenn überhaupt. Außerdem plant unsere aktive Fanszene für das Auswärtsspiel in Zwickau eine gemeinsame Zugfahrt ab dem Bahnhof Sigma. Dort ist Treff am Sonntag um 10.30 Uhr. Nicht am Hauptbahnhof, weil es Schienenersatzverkehr gibt. Das also bitte beachten. Und parkt hier bitte nicht auf dem Parkplatz des Bahnhofs Sigma, weil der für Schienenersatzverkehr zur Wendeschleife genutzt wird. Dann vielen Dank fürs Kommen und wir freuen uns auf Sonntag. Bis dahin. Tschüss.